Ja, André Mücke haben wir jetzt hier bei uns von den Lausitzer Füchsen. André, bestens bekannt in Dresden. Heute ging es aber erstmal gegen Litvinov, am Ende 0-4 Niederlage. Vielleicht kannst du das Spiel noch mal kurz Revue passieren lassen aus deiner Sicht. Ja gut, das erste Drittel ging 1-0 aus und ich denke, da haben wir ganz gut mitgehalten. Im zweiten war es dann viel mit Überzahl und Unterzahl geprägt. Und am Ende, entweder hat uns die Kraft gefehlt oder Litvinov war so clever, dann haben wir dann trotz starken Torhüter bei uns leider 4-0 verloren. Wo liegt es dran? Was müsst ihr jetzt in den nächsten Spielen, morgen ist ja die erste Chance sozusagen, Wiedergutmachung zu betreiben im kleinen Finale, woran müsst ihr arbeiten, um in die Spur zu finden? Ja, ich denke, es sind die Kleinigkeiten. Wir müssen die Scheibe mal rauskriegen aus dem Drittel und tief bringen und brauchen nicht gegen Extraligisten oder morgen, egal wer es wird, brauchen wir nicht anfangen, hier rumzuzipfeln. Wir müssen geradliniger spielen und ich denke, das ist das Rezept, hoffe ich. Jetzt haben wir heute hier Müllers Fanshop Cup. Berlin ist dabei, Litvinov ist dabei, Weißwasser und Dresden. Eine ganz nette Geschichte an sich. Wie bewertest du so eine Sache in der Vorbereitung auf die Saison? Wie hoch ist der Stellenwert einer solchen Veranstaltung für euer Team? Ja, ich denke, für uns ist gut, dass es eine kleine Anreise ist. Dresden gefällt mir nun wirklich sehr gut, also von daher perfekt. Mal gucken, wo wir schlafen heute, weiß ich gar nicht. Und ja, ich freue mich auf morgen und gucken, gehen wir mal spielen. Und Wetter ist perfekt, ich denke, es ist perfektes Wochenende, genau für so einen Cup. Wollen wir natürlich noch wissen, wie deine Beziehung zu Dresden ist. Ist nach wie vor eine enge Bindung zur sächsischen Landeshauptstadt da, auch wenn du für Weißwasser aufläufst? Ach ja, na klar, ist nur eine Stunde Fahrt. Ich bin oft in Dresden, mir gefällt Dresden. Und Weißwasser bleibt meine Heimat, also von daher ist ja alles eng beieinander. Und alles heute hier beim Fanshop Cup. Wir freuen uns auf das Spiel morgen und wünschen euch dann jetzt viel Erfolg. Danke dir. Ja, Thomas Götz von den Lausitzer Füchsen jetzt bei uns, natürlich auch ein Urgestein, bestens bekannt in Dresden. Und Thomas, wollen wir natürlich auch die Frage stellen, woran lag es heute 0-4 gegen Litvinov? Worin siehst du die Gründe? Ja, die Hauptgründe lagen hauptsächlich im Powerplay, weil wenn er keine Tore schießt, dann kannst du auch nicht gewinnen. Und wir hatten genug Möglichkeiten, genug Chancen, ich selber auch. Und wir haben es halt nicht gemacht und aus dem Grund war es dann ein 4-0. Kannst du vielleicht noch mal kurz auf die Vorbereitung zurückblicken vom Weißwasser bisher? Wie ist es bei euch gelaufen und was steht für euch jetzt noch an auf dem Weg zum ersten Punktspiel? Ja, wir müssen hart weiterarbeiten, wir müssen noch ein paar taktische Sachen durchsprechen und harte Arbeit, es sind halt noch 3-4 Wochen, so wie die letzten 3 Wochen, die auch sehr hart waren. Bin ganz froh, wenn die Zeit vorbei ist und es endlich losgeht. Ich glaube, es ist immer was Besonderes, als Weißwasseraner nach Dresden zu kommen, egal ob in der Saison oder außerhalb. Jetzt haben wir hier einen Cup, wo auch Berlin mit dabei ist. Wie ist das für euch als Spieler in der Vorbereitung, so ein Event zu haben? Ja, es ist ganz angenehm, ein Turnier zu haben. Wir haben ja schon gegen die Eisbären gespielt, da haben wir ja nicht so viele Chancen gehabt. Es sah heute schon ein bisschen besser aus gegen Litvinov, da war ich schon mehr zufrieden mit uns. Wir haben auch bessere Defensivarbeit gehabt, das hat man gegen die Eisbären nicht. Und ich denke, in Dresden ist immer eine schöne Stadt auch. Ich bin ja auch gerne. Das hören wir auch immer gern. Dann viel Erfolg morgen beim Spiel um Platz 3 und danke dir für die Infos.